So, kurz beim Drachen. Wir haben es wieder geschafft. Und jetzt hoffen wir eine gute Ding diesmal. Eine Belohnung. Ja, alle haben Auszeichnungen bekommen, außer ich. Ich bin wirklich sehr, sehr deprimiert jetzt gerade. Ich bekomme einfach keine Auszeichnung mehr, weil ich sie ja schon hatte, vor 15 Tagen ungefähr. Naja. Aber, gut, ich habe hier noch eine Flammenberge bekommen. Ja. Also der Part geht jetzt bald richtig los. Ich möchte jetzt einfach keinen zeigen. Was war, Master? Okay, 12.500. Ja, das ist halt klar, wenn alles nur 60er, Level 60er hier drin sind. Ich habe XP genommen, aber das werden wir wahrscheinlich ja nie bekommen. Gut, also, dann fängt der Part jetzt erst richtig an. Und ja, viel Spaß damit. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich war bei Imperial Castle, also zuerst bei Aggersburg, dann Imperial Castle. Aber wie viele Jäger, die sich die ganze Zeit unsichtbar machen und nie kämpfen, gibt es eigentlich in diesen Forts? Wie viel hat Alysios eigentlich? Das ist unmöglich, diese einfach frei zu halten, diese Forts. Es macht einfach keinen Spaß so. Und deshalb habe ich momentan ein bisschen gesammelt. Nämlich Edelsteine. Die brauche ich nicht. Die. Ja, Safi lasse ich. So. Edelsteine sammeln macht 1000-mal mehr Spaß als Fortschlachten. Hätte ich das gedacht? Nein, aber es macht wirklich mehr Spaß, weil Fortschlachten einfach für den Arsch sind. Weil NGD Studios einfach kein Balancing reinmachen können, es einfach nervig verhalten und so. Und ich als Level 46 Barbar musste die ganze Zeit aushelfen und habe sogar mehr Gegner besiegt als ein Barbar auf Level 60. Stellt euch das mal vor, ich habe Level 60 Jäger besiegt. Ich habe sie ausspioniert, weil sie griffen mich an, natürlich. Sie haben mich angegriffen, weil ich hallo bin. Dann habe ich kurz ganz schnell gesagt, wo sie sind. Habe mich eventuell ein bisschen töten lassen, aber es wurde, glaube ich, nur zweimal so, weil sie einfach zu schwach sind. Und sonst eben haben sie mich angegriffen. Ich habe sie immer weggelockt und zu den anderen gelockt und die haben den Jäger dann besiegt, oder? Aber sowas von peinlich, wirklich. Was ist Regnum eigentlich noch? Ein Simulator des Bösen oder ein ein Airfire-Spiel? Ich glaube eher ein Airfire-Spiel nicht. Also, es kommt mir vor, als würde ich irgendwie ein Spiel spielen als Opfer, damit einfach die anderen sehen, wo die Jäger sind. Weil die Jäger die ganze Zeit sich unsichtbar machen können, natürlich. Dann stecken sie sich wieder hinter Kisten und dann kommen sie wieder raus, unsichtbar. Ich weiß nicht, was die wollen. Die wollen, dass wir die Dinge nicht einnehmen, aber wir haben sie eingenommen. Und schlimm ist das ja auch für uns nicht. Wir haben das Wort dann und können danach die Mauer angreifen und dann sind die Jäger dann nicht dort. Also bitte, wir haben so viele Leute. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also alles momentan strunzdumm. Okay, sollten sie noch ein bisschen dümmer, aber ich weiß es jetzt nicht. Also mir gefällt einfach Champions of Regnum überhaupt gerade gar nicht. Vor allem, ich hatte einen Mega-Bug. Ich bin so oben beim Stein, also beim Käfig, oder wo man das Imperial Castle einnimmt und konnte nicht angreifen, konnte nicht die Fähigkeiten einsetzen, konnte nicht sitzen. Ich konnte einfach gar nichts machen. Der Charakter war immer in so einer Kampfposition, gefriest irgendwie. Also so etwas sollte doch in einem solchen Game, wo es doch wichtig ist, dass man angreifen kann, nicht passieren. Aber nein, Champions of Regnum hat lieber Bugs, die gar nie auftreten. Fixe sie dann, oder? Aber die schwerwiegenden Bugs, die werden nie gefixt. Und ja, das ist ein bisschen problematisch. So, wir haben ganz viele Warzone-Punkte geholt. In der im Vorclip von diesem Part habe ich sie gezeigt, wie ich die 12.500 bekommen habe. Jetzt habe ich 15.200. 200 noch vom Imperial Castle. Aggersburg-Ding habe ich nicht bekommen, weil ich
einen Gegner besiegen hätte müssen, noch kurz, also angreifen müssen, habe ich die nicht bekommen. Aber Imperial Castle habe ich und jetzt wähle ich kurz die War Zone Punkte mal. Also ich will mal ansehen, aber wo sind die? Ich weiß gerade nicht, wo man die einsetzen kann. Man kann irgendwo. Ich glaube, das muss ein Alterruck sein. Ich weiß nicht. Ich habe wahrscheinlich noch viel, viel zu wenig War Zone Punkte. Aber ich möchte mit euch mal kurz planen, was ich so holen soll. Und dann könnt ihr mir ja ein Feedback geben und die, die das wissen, können mir gerne ein bisschen helfen, was ich so nehmen soll. Und so weiter. Ich glaube, Pets, die kosten immer wieder etwas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viele immer wieder holen kann. Werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, aber ich lasse gerne es einfach mal von euch ein bisschen, ja, mich ein bisschen helfen. Und dann nehme ich das Optimale, was ihr so haltet. Ja, mal schauen. Also gehen wir nach Alteruck. Und ja, heute Morgen richtig frisch gewesen, nur draußen, ich so richtig am Joggen. Dann plötzlich, oh Mann, ich habe ja extrem kalt. Was ist jetzt los? Jetzt ist es wieder 10 Grad kälter geworden. Bin ich nach Hause gejoggt und gleich als ich zu Hause an der Treppe, an der Eingangstreppe war, hat es angefangen zu regnen, obwohl keine Wolken am Himmel waren. Es war einfach extrem frisch und der Regen kam irgendwie von den Wolken weiter weg oder so richtig hingewindet. Es windete mega stark. Und ich so, ey, puh, jetzt erstmal kurz ausruhen und dann Regnum anmachen. Und was war dann schon? Es war schon das Portal, also die Kristalle waren schon dort und alles. Richtig genial. Zum richtigen Zeitpunkt nach Hause gekommen. Ich bin um 6:30 Uhr bin ich losgejoggt und war bis um 8:30 nicht zu Hause. Das ist so geil. Man fühlt sich so geil, wenn man joggen kann, wenn man Fußball spielen kann, ohne dass man müde wird, weil man einfach schon richtig fit wurde. Und ich hoffe, das geht jetzt dann bald auch mit Regnum, dass man einfach Regnum zocken kann, bis man tot umfällt, aber extrem lange nicht müde wird, weil von Regnum werde ich momentan schneller müde, weil einfach diese Lähmheit da ist und so, weil einfach zu wenig passiert, zu langsam ist und so, wird man schneller müde als beim Joggen. Das ist Wahnsinn. Und ja, bald gehe ich da noch ins Freibad. Und an jeden Tag ein bisschen schwimmen und so, ein bisschen entspannen, weil im Wasser kann man viel besser so ein bisschen die Knochen, ja, dass man nicht immer so den Schlag auf die Knochen hat beim Fußball oder so. Einfach zwischendurch ein bisschen schwimmen und ein bisschen mit dem Duschstrahl ein bisschen massieren, dann hat man eigentlich keine Muskelbeschwerden, also so, ich sag mal dem Sehnenbeschwerden eher, also sind ja die Nerven an den Zähnen, die Muskelschmerzen machen. Und ja, also hier haben wir die Punkte-Händler. Warmaster. Was haben wir hier? 25.000 für ein Warmaster-Helm für Level 60. Das ist jetzt wirklich gar nichts für uns. Schade. 16.000, 14.000, den können wir nehmen. Aber was nützt das, wenn wir das jetzt schon nehmen? Deshalb nicht. Was haben wir hier? Elixier der Erneuerung. Erneuerung, okay. Ritterschwert, Ritter, Barbaren, Speer. Alles Level 60, schade. Warmaster Ross. Eigentlich noch nice, es ist ein rotes Ross, also. Ja, also, eben nennt mir am besten, was ich so handeln soll. Und wieso hat der Händler hier gar nichts? Schade. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir den Gilden, den Clan-Member, Notar. Ja, ich brauche noch 8 Leute. Also, wenn ihr Bock habt, einen Clan für mit mir zu machen, wo wir wirklich extrem viel Sachen machen und euch auch bei Laune halten werden, dann dürft ihr gerne mit uns eine Gilde gründen oder einen Clan. Ja, die Sachen haben wir nicht rübergebracht. Das könnten wir eigentlich jetzt kurz machen. Alter, wieder in Topsucht, diese Dreckspenne.
Oh, Grantl ist gerade ein bisschen aggro. Also, also auf Jäger ist mir die Lust gerade vergangen. Eventuell Schütze werde ich dann anfangen, aber ich habe ja noch zu wenig Geld. Ich habe noch kein Geld aufgeladen. Ich muss nämlich noch den Server zahlen von Minecraft. Aber irgendwie bald kommt es. Maximus Drago was. So. Ja. Also, mein Vater und mein Nachbar ist am Bauen draußen. Ich habe momentan frei gemacht, weil es einfach zu kalt ist zum Haben. Die anderen machen jetzt das für mich, Dankeschön. Ich Let's Player lieber jetzt in der Wärme drin. So. Bigantinenhose. Was? Nur noch verkaufen. Oh ja, wir haben recht viele Sachen. Dann machen wir noch beim Barbar die Quest. Und leveln halt noch ein bisschen, weil momentan ist es wirklich schlimm mit den Kiddies. Man merkt's, die Kiddies nehmen immer Jäger. Und die sind halt jetzt on am Samstag am Morgen. Und deshalb, ja, gibt es so richtig fetten Ding. Kitty-Invasionen und so. Da machte ich nicht gerne Fortschlachten. Es ist wirklich. Nein, es ist nicht schlimm, aber es ist so richtig unsozial. Und ich bin halt ein Sozialer und will halt ein bisschen etwas haben. Was ist denn das für eine? Argonaut, aha. Das ist ein Ritter, ja. Sieht man an der Rüssi. Ich weiß nicht, Ritter mag ich nicht so, weil sie so übertrieben sind. Also wenn ich einen Ritter nehme mal, dann nehme ich gerne eine Rüstung, die nicht übertrieben ist. Die Rüstung war jetzt schon ein bisschen zu übertrieben. So mit den roten Spitzen ist ja schön, aber man ist im Krieg, man will doch nicht schön aussehen im Krieg. Oh, jetzt ist es gerade ein bisschen laut, hört ihr das? Die Bohrmaschine ist an, aber kein Problem. Ah, der ist Level 60 scheinbar, der ist unmöglich. Also seit wann sind die unmöglich? Naja. Wir müssen also, ja, dort runter. Ah ja, wir sind nur noch beim Jäger, stimmt. Nein, ich wollte die Quest beim Barbar machen. Ich habe jetzt plötzlich an den Jäger gedacht. Dam. Es hört sich an, als würde jemand mit dem Vibrator handeln. Nicht gerade angenehm, gerade für meine Ohren. Tut mir leid. So, wir werden die Sachen jetzt hier reintun, wo wir hier für den Jäger und für den Ding gesammelt haben. Lager. So jetzt. Gut. Das können wir auch noch reintun und das ist. Nehmen wir hier noch einen guten Ring. Ja, komm, Telekinese. Ausweichchance. So. Also. Ja, ich werde kurz pausieren, solange der Bohrer an ist. Bis gleich. Ich bin der Herrscher von diesem kleinen Hügel. Nein, also eben. Ich hatte den ganzen Tag keine Zeit, also keine Ruhe. Ihr habt ja gehört, diesen Bohrer, diesen, ja, wie sagt man dem? Schnitz? Nein, weiß nicht, wie man dem sagt. Vor allem, ja, leider kann ich nicht einfach sagen, ja, sie sollen aufhören arbeiten und ich könnte wieder weiter Let's Playen. Deshalb haben wir jetzt schon Abend, aber dafür habe ich auch genutzt, uns hier das Level so gut wie fertig zu machen, 46, und auf Level 47 aufzustellen. Außerdem habe ich vor, mit Kane Desert Arrow, okay, Desert Arrow
einen Clan zu gründen, müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Weil wir brauchen heute noch ein paar Leute. Und dann geht es auch ein bisschen besser. Dann kann ich den Clan-Mitgliedern fragen, ob sie irgendwas machen, wenn sie online sind. Und dann haben wir einen Clan, der nicht so wie die anderen ist, weil wir wollen einfach den Clan halt ein bisschen sozialer machen voran. Ja, also dann habe ich ganz witzige Ignis-Chat-Sachen erlebt, also wirklich. Manche Leute sind nicht mehr richtig im Kopf. Also. Ja. Da haben mich gefragt, ob es sich lohnt, die Pets zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, lohnt sich eher nicht, weil die Pets nerven nur so in den Clan-Schlachten und so. Und in den Kämpfen. Und dann haben ein paar Leute gesagt, ja, musst es halt nicht kaufen. Du bist halt selber schuld, wenn du etwas kaufst. Dann habe ich gesagt, ich habe gar nichts gekauft. Ich finde es einfach blöd, wenn jeder dann mit den Klons herumläuft. Also wirklich, das sind nur Klone. Also die Geister gibt es überall. Die Hirn gibt es überall. Dann hat jeder, ja, von 10 ungefähr 2 haben dann diese Geister und diese Schildkröten und diese Hähnen. Und das sieht mega hässlich. Also ja, es sieht halt einfach, wenn es zu viele sind, dann ein bisschen blöd aus. Ja, und außerdem habe ich noch ein bisschen das Imperia Fort verteidigt, aber so blöde Jäger müssen natürlich die ganze Zeit auf mich gehen. Merken dann, oh, ich bin ja zu stark, obwohl ich auf sehr leicht bin oder auf leicht. Hauen ab, verschwinden wieder. Und nach 10 Minuten kommen sie wieder und wollen mich wieder umbringen und merken wieder, sie sind zu schwach. Das war so witzig. Vor allem, ich musste nicht mal den anderen Leuten Bescheid sagen, dass ich angegriffen werde, weil, ja, die machen einfach zu wenig Damage. Ich weiß jetzt nicht, habe ich gute Defensive, aber ich glaube nicht. Ja, sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Normal habe ich die Durchschlagsding von den Jägern. Resistenzen. Und deshalb, ja, es ist einfach urwitzig. Also irgendwie die Community, ohne dass sie es wollen, sind sie einfach witzig, weil sie denken, jetzt muss ich das mal schauen. Ah ja, es geht. Also so kann man schnell die rüber tun. Und mit Alt Umschalt kann man irgendwie den Loot rüber. Das geht jetzt nicht. Oder Control Alt. Ich weiß jetzt nicht, was genau geschrieben habe. Ich werde es nochmal nachschauen. Also, Umschalt, genau, geht direkt. So. Und die Flammenberg ist 52, die lasse ich mal noch. Dann gehen wir mal nochmals skillen. Zum Skilltrainer. Und ja, dann ist leider dieser Part vorüber, weil ich ja eben am Morgen schon ein bisschen aufgenommen habe. Ab der nächste kommt am Morgen und am Abend kommt dann nochmals einer. So. Ja, los ist leider jetzt gerade nicht so viel. Dann lohnt es sich jetzt nicht nochmals aufzunehmen am Abend. Akkusburg haben wir, okay. Ja, nehme ich einfach morgen wieder auf. Und dann ist sowieso ein bisschen mehr los. Also am Abend ist immer so. Ja, wir können nicht, weil es zu viele Icken oder Eisen in den Forts hocken. Komm, wir machen es ganz langsam, aber die machen wir es nur in ganz großer Überzahl. Es geht ganz langsam am Abend einfach. Am Morgen, ich weiß nicht, wie lange das. Ich war. Am 9 Uhr war ja am Anfang dieses Parts das Portal. Und danach haben sie irgendwie die Steine sofort wieder geholt und hatten dann, glaube ich, oder sind das die Söldner dann gewesen? Haben die Söldner dann einen Wunsch frei gehabt? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber etwas so ungefähr ist es gewesen. Und das zeigt einfach, wenn wenig Spieler online sind, geht es viel, viel schneller. Macht einfach viel mehr Spaß, aber ja, dann habe ich auch weniger Schutz, weil natürlich nicht so viele Leute mich beschützen können, keine Bashis gibt oder so.
Ja, aber trotzdem, es ist halt, ich bin schon so stark, also auch wenn ich nur scheiß Items habe, ich bin eigentlich schon recht viel stärker als zum Beispiel Hex. Und das ist halt einfach, weil der Baba viel Leben hat, viele Rüstungspunkte hat. Ja, für viel ist der 52 nicht, eher wenig. Aber es ist halt einfach, der Barbar ist eine der stärksten Klassen, das ist ganz klar. Und hat eigentlich nur Nachteile, dass er nicht aus der Entfernung angreifen kann. Aber da er eben Sprint hat und sonst einfach eben mehr aushält und so die anderen immer stunnen müssen, ist es schon geil. Also ich mag den Barbar so wie er ist. Ich hoffe, sie haben ja angekündigt, dass es neue Fähigkeiten geben wird. Ich hoffe, das kommt bald und dann schauen wir mal, wie der Barbar dann ist. Also auf jeden Fall lohnt sich's jetzt für mich und für euch wahrscheinlich auch nicht so zum Zuschauen, wenn ich jetzt den Barbar, den Beshi oder den Jäger weitermachen werde. So, wir trainieren hier einfach weiter. Wir haben immer noch die stumpfen Waffen. Mit Level 48, das werde ich wahrscheinlich in Schnelldurchgang machen, also leveln, werden wir dann eben den besseren Hammer links haben. Geht gerade nicht. Ich muss schauen, was ich nehme. Ich will hier noch irgendwas nehmen, aber es lohnt sich irgendwie nicht hier Magielehre und Kräfte zu nehmen. Außer kritische Reflexe, klar. Abschaut. Ja, okay. Nee. Da müssen wir so viele Punkte investieren, das ist ein bisschen blöd. Ich möchte wieder Zorn der Erde. Nee. Da müssen wir eigentlich die anderen zwei Skills rausnehmen, oder? Ich mache Tobsucht. Ja. Weil Tobsucht ist zwar ein bisschen blöde, dass es Ding, dass man es zuerst verwenden muss. Kommt der schnell wieder? Ich kann gar nicht so schnell leveln. Kann nicht so schnell leveln. Weil eben, ich kann noch nicht 48 bin und der hat es ja mir gesagt, sobald ich ihn nicht mehr brauche, kann ich ihn wieder zurückgeben. 47. Ja, ich muss eben schneller leveln, weil ich auch mehr will euch zeigen. Und momentan geht es ja auch recht gut, dass ich auch recht gut leveln kann, nicht so langweilig mehr ist. So. Also, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Bye.